Max-Osberg-Haus – passives Einkommen. Die 40 leichtesten Wege zu deiner finanziellen Freiheit. Stell dir vor, es ist Montagmorgen, aber dieses Mal ist alles anders. Du wachst ausgeruht auf, ohne den Wecker zu hassen. Du genießt ein entspanntes Frühstück, ganz ohne Eile. Anstatt in die hektische Routine zu stürzen, hast du Zeit für dich selbst. Du könntest ein gutes Buch lesen, einen entspannten Spaziergang machen oder einfach faulenzen, ohne dir Gedanken um die Zeit zu machen. Dein Leben ist nicht mehr von der Uhr getrieben. Warum? Weil du finanziell frei bist. Klingt das nach einem unerreichbaren Traum? Keineswegs! In den kommenden Kapiteln werde ich dir zeigen, wie du diesen Traum verwirklichen kannst. Egal, ob du zusätzlich zu deinem Job mehr verdienen möchtest oder davon träumst, dich von einem traditionellen Job ganz zu verabschieden. Hier wirst du lernen, wie du ein passives Einkommen aufbaust, das dich von den Fesseln der Arbeitswelt befreit und dir mehr Freiheit und Gelassenheit schenkt. Zudem wirst du in dieser Buchzusammenfassung entdecken, warum die Welt dringend eine Website über Rasenmäher benötigt, warum du darüber nachdenken solltest, ein YouTube-Star zu werden und wie du mit deinem Auto Geld verdienen kannst. Bist du bereit, den ersten Schritt zu machen? Dann lass uns gemeinsam auf die Reise zur finanziellen Freiheit und Gelassenheit gehen. Kernaussage 1: Passives Einkommen, dein Weg zur Freiheit. Stell dir vor, dein Einkommen würde sich von selbst vermehren und dir vor allem eines schenken: Freiheit. In einer Woche gibt es insgesamt 168 Stunden. Wenn wir davon die 56 Stunden für den Schlaf abziehen, bleiben dir 112 Stunden im Wachzustand. Doch bei einem herkömmlichen 9-to-5-Job verbleiben nur 72 Stunden, die du frei gestalten kannst. 72 Stunden pro Woche, in denen du Einkäufe erledigen, den Haushalt führen, E-Mails beantworten und an Geburtstage denken musst. Wie viel Zeit bleibt da noch für Entspannung und Freude? Fast keine. Es ist an der Zeit, sich von der endlosen Plackerei zu verabschieden und das Konzept des passiven Einkommens zu begrüßen. Die meisten Menschen verdienen ihr Geld durch aktives Einkommen, indem sie arbeiten und im Gegenzug für ihre Zeit und Anstrengung ein Gehalt erhalten. Doch dies bedeutet auch keine Arbeit, kein Geld. Es gibt jedoch eine alternative Methode, Geld zu verdienen, die Arbeit und Einkommen entkoppelt. Passives Einkommen ermöglicht es dir, Geld zu verdienen, ohne ständig dafür arbeiten zu müssen. Doch um passives Einkommen zu erzeugen, musst du zunächst eine solide Einkommensquelle aufbauen, was Zeit, Geld oder beides erfordern kann. Am Anfang erfordert es einen gewissen Einsatz. Sobald dieser getätigt ist, kannst du jedoch zurücklehnen und beobachten, wie dein Vermögen wächst. Tatsächlich kannst du dein passives Einkommen so steigern, dass es all deine Ausgaben deckt. Stell dir vor, welche Freiheit das mit sich bringt. Du musst dir keine Sorgen mehr um deine finanzielle Zukunft machen. Selbst wenn du längere Zeit krank wärst, hättest du immer noch ausreichende finanzielle Sicherheit. Die Ängste vor der Zukunft würden schwinden und der ständige Stress würde von dir abfallen. Darüber hinaus bietet die Phase des Aufbaus von passivem Einkommen die Möglichkeit, extrem viel zu lernen. Um kluge Investitionen zu tätigen, musst du zunächst recherchieren und herausfinden, welche Branchen und Unternehmen im Aufwind sind. Die Schaffung eines passiven Einkommens ist im Grunde eine berufliche Weiterbildung im Bereich der Wirtschaftsanalyse. Ein weiterer Vorteil des passiven Einkommens ist die gewonnene Zeit. Anstatt 40 Stunden pro Woche für ein mittelmäßiges Gehalt zu arbeiten, kannst du deine Zeit auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, wie Freunde und Familie. Bevor du dich in Tagträumen verlierst, lass uns fortfahren und herausfinden, wie du diese Träume in die Realität umsetzen kannst. Kernaussage 2: Affiliate Marketing – dein Weg zum passiven Einkommen. In der heutigen Online-Welt wirst du nahezu überall mit Werbung konfrontiert. Für Nutzer können die blinkenden Banner mal lästig und mal hilfreich sein. Doch für Website-Betreiber bedeuten sie vor allem eins: eine Einnahmequelle. Diese Form der Werbung nennt sich Affiliate Marketing.
Während die meisten Geschäftsmodelle Termine einhalten, Mitarbeiter koordinieren, Marketing betreiben und Kundensupport anbieten erfordern, ermöglicht dir das Affiliate-Marketing, Geld zu verdienen, indem du Produkte oder Dienstleistungen empfiehlst. Dabei gehst du Partnerschaften mit kommerziellen Anbietern ein, die auf deiner Website für ihre Produkte werben dürfen. Durch eine sorgfältige Auswahl deiner Partner verleihst du der Werbung eine empfehlenswerte Qualität. Wenn es dir gelingt, Kunden für deine Partner zu gewinnen, erhältst du eine Provision dafür. Nehmen wir zum Beispiel Otto, der eine Leidenschaft für gepflegten Rasen hegt und nebenbei etwas dazu verdienen möchte. Er erstellt eine Website über Rasenpflege, die vielleicht nicht riesig ist, aber alle wichtigen Informationen zu Grasarten, Rasenmähern, Düngemitteln und mehr enthält. Obwohl seine Zielgruppe relativ begrenzt ist, hauptsächlich Schrebergartenbesitzer, ist es möglich, hohe Besucherzahlen zu erreichen. Dazu muss Otto seine Seite auf Stichworte ausrichten, die oft gesucht werden und wenig Wettbewerb haben. Sobald die Website etabliert ist, kann sich Otto als Affiliate für Unternehmen wie Hornbach oder Husqvarna bewerben und seine Website mit Links und Anzeigen für Rasenpflegeprodukte dieser Unternehmen ausstatten. Natürlich erfordert diese Strategie zu Beginn einige Anstrengungen. Zunächst muss man sich in Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung einlesen, eine Website erstellen und genügend Besucher auf die Seite lenken. Da die Betriebs- und Einführungskosten einer Website jedoch relativ gering sind, kostet dich diese Methode vor allem Zeit. Doch sobald du diese investiert hast, verdient sich das Geld praktisch von selbst. Wichtig dabei ist, dass du, genau wie Otto, deine ganz eigene Nische findest. Themen wie vegetarische Kochrezepte oder die Fußball-Bundesliga sind beispielsweise keine Nischenthemen mehr, da es zu viel Konkurrenz gibt. Eine weitere Möglichkeit für die Erstellung einer Website besteht darin, Online-Preisvergleiche oder Aktionscodes anzubieten. Wenn du dich jedoch auf ein spezifisches Gebiet wie zum Beispiel PC-Zubehör konzentrierst, hast du gute Chancen auf ein ordentliches passives Einkommen. Also, was ist deine Nische? Ob du gerne Tomaten auf dem Balkon anbaust oder deinem Hund ausgefallene Frisuren verpasst, es gibt immer eine Möglichkeit, eine Website zu erstellen und damit passives Einkommen zu generieren. Kernaussage 3. Asymmetrische Investitionen und die Buy-to-Lease-Strategie. Dein Schlüssel zu schnellem und einfachem Geld verdienen. Investieren. Das klingt oft nach einer Welt für die Ultrareichen, oder? Aber das ist ein Irrtum. Du benötigst keine Millionen, um klug zu investieren. Du brauchst lediglich etwas Mut, Geduld und kluge Überlegungen. Die meisten Menschen gehen beim Investieren auf Nummer sicher. Sie vertrauen Fonds, bei denen professionelle Investoren die Arbeit erledigen. Doch asymmetrische Investitionen erfordern Mut. Hierbei nutzt man die Fehlschläge anderer, um selbst Kapital zu generieren. Das mag riskant klingen, denn niemand kann mit Sicherheit sagen, ob die Kurse wieder steigen werden. Aber die Belohnung für asymmetrische Investitionen ist eine wesentlich höhere Rendite. Um diese Strategie erfolgreich anzuwenden, ist es entscheidend, sich ausführlich über die Märkte und die Nachfrageentwicklung zu informieren. Die Taktik besteht darin, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wenn die Aktienkurse besonders niedrig sind. Genau dann sollte man investieren, bevor die Kurse wieder anziehen. Dabei ist es wichtig, in vielversprechende Aktien zu investieren, die voraussichtlich in Zukunft an Wert gewinnen werden. Eine weitere Möglichkeit, passives Einkommen durch Investitionen zu generieren, ist die sogenannte Buy-to-Lease-Strategie. Wie der Name schon sagt, kauft man ein Produkt, um es dann weiter zu vermieten. Diese Strategie ist besonders effektiv bei Immobilieninvestitionen, die nach wie vor als eine der sichersten Anlagemöglichkeiten gelten. Um die Rendite beim Kauf und der Vermietung zu steigern, kann man zusätzliches Bankkapital einsetzen. Angenommen, du entscheidest dich dafür, 5 Objekte im Wert von jeweils 200.000 Euro zu kaufen. Da du jedoch nur 200.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung hast, nimmst du ein Bankdarlehen in Höhe von 800.000 Euro auf, um die Finanzierung zu ergänzen. Die monatliche Miete für jedes Objekt beträgt 1.500 Euro. Nach Abzug der Kosten für das Bankdarlehen verbleiben 400 Euro Überschuss pro Monat pro Objekt.
Mit 5 Objekten ergibt sich daraus ein passives Einkommen von 2.000 Euro pro Monat. Hättest du kein Darlehen aufgenommen und die 200.000 Euro in eine einzelne Immobilie investiert, betrüge der Gewinn lediglich 1.500 Euro pro Monat, was ganze 25% weniger wäre. Kernaussage 4. Spare Zeit, Energie und Kosten, indem du deine Produkte on-demand anbietest. Stellen wir uns Annelie vor, die einen Online-Shop für individuell gestaltetes Toilettenpapier betreibt. Kurz vor Weihnachten druckt sie zusätzlich zu den Standardmotiven 2 weihnachtliche Varianten. Aber aus irgendeinem Grund zeigt niemand Interesse daran und so findet sie sich am 25. Dezember mit einem Haufen glitzerndem Klopapier wieder, ohne zu wissen, wohin damit. Solchen Problemen kannst du vorbeugen, indem du deinen Betrieb auf einen On-Demand-Service umstellst. Das bedeutet, die Produktion erfolgt erst, nachdem der Kunde bestellt und bezahlt hat. Statt immer einen bestimmten Vorrat an bedrucktem Klopapier zu haben, in der Hoffnung, ihn irgendwann zu verkaufen, könnte Annelie die Lagerung komplett eliminieren. Als On-Demand-Anbieter würde sie das Papier immer erst dann bedrucken, wenn die Bestellung eingegangen ist. Dadurch verringert man nicht nur das Risiko von Überproduktion, sondern spart auch Lagerkosten und eine Menge Zeit. Man muss keine Prognosen mehr erstellen, keine Kosten kalkulieren und keine Produktionsvorgänge koordinieren. Wenn man seine Produkte zudem extern herstellen lässt, muss man noch nicht einmal selbst Hand anlegen. Diese Möglichkeit steht nicht nur Produktanbietern offen. Auch kreative Berufe wie Autoren und Redakteure können dank moderner Technologie ein lukratives, passives Einkommen generieren. Die Veröffentlichung eines Buchs kann extrem teuer sein, insbesondere Erstauflagen verursachen hohe Kosten, ohne Garantie auf Erfolg. Daher sollten Autoren und Redakteure heute auch alternative Wege in Betracht ziehen. Online-Publishing ist beispielsweise unkomplizierter und kostengünstiger als die Veröffentlichung von gedruckten Werken und erfreut sich häufig größerer Beliebtheit. Der enorme Erfolg von Online-Medien ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen Bücher und Artikel in digitaler Form bevorzugen. In der Kategorie E-Books führt Amazon Kindle. Hier kosten Bücher zwischen 2 und 5 Euro, wovon 70% an den Autor gehen. Diese Lizenzgebühr wird ausgezahlt, sobald die Umsatzschwelle von 100 Euro überschritten ist. Als E-Book-Autor kann man also ganz nebenbei ein passives Einkommen durch Lizenzgebühren verdienen. Kernaussage 5. Erkenne ungenutztes Potenzial und finde Möglichkeiten, Geld daraus zu schöpfen. Autobesitzer wissen, wie kostenintensiv ein Fahrzeug sein kann: Steuern, Reparaturen, Wartung, Benzin und vieles mehr. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, mit deinem Auto Geld zu verdienen? Insbesondere in städtischen Gebieten besitzen viele Menschen ein Auto, nutzen es jedoch nur selten. Gerade für solche Personen bietet sich die Möglichkeit, ihr Fahrzeug Stunden, Tage oder wochenweise zu vermieten. Das ist beispielsweise über Plattformen wie Drivee möglich, auf denen du dein Auto zu deinen eigenen Bedingungen anbieten kannst. Dabei gehen bis zu 80% der Einnahmen an den Fahrzeughalter. Alles, was du dafür tun musst, ist, dein Fahrzeug zu registrieren und die organisatorischen Details mit dem Mieter zu klären. Sobald das erledigt ist, kannst du dein passives Einkommen genießen, während dein Auto nicht mehr sinnlos in der Tiefgarage steht. Deine Fähigkeiten sollten genauso wenig ungenutzt bleiben wie dein Auto. Insbesondere wenn du auf einem speziellen Gebiet versiert bist, lohnt es sich, dein Wissen weiterzugeben. Eine ausgezeichnete Möglichkeit dafür bietet beispielsweise YouTube. Nimm eine Kamera zur Hand, entwickle ein Konzept und erstelle ein paar Tutorials. Dies erfordert zwar anfangs Zeit und Energie, zahlt sich jedoch langfristig aus. Sobald du eine bestimmte Anzahl von Aufrufen erreichst, zahlt YouTube dir für jeden zusätzlichen Zuschauer einen bestimmten Betrag. Auf diese Weise kannst du aus deinen ungenutzten Fähigkeiten eine lohnende Nebeneinkommensquelle schaffen. Beherrschst du beispielsweise perfekt Spanisch oder bist ein begeisterter Breakdancer? Warum nicht einen Sprachkurskanal oder eine Serie von Breakdance-Tutorials starten?
Nutze deine Hobbys und Stärken, um dein Wissen weiterzugeben und dadurch dein passives Einkommen zu steigern. Zusammenfassung zum Buch von Max Osberghaus, Passives Einkommen. Die gesamte Kernaussage dieses Buches lautet: Die meisten Menschen verdienen ihr Geld nach dem Prinzip des aktiven Einkommens, bei dem Zeit und Arbeit direkt mit dem Verdienst verknüpft sind. Dennoch gibt es verschiedene Strategien, um den Arbeitsaufwand zu minimieren und das Einkommen zu maximieren. Durch moderne Ansätze wie Affiliate-Marketing, Buy-to-Lease-Investitionen und On-Demand-Services, kombiniert mit kreativen Ideen und der Suche nach Marktlücken, kann man sich von den Beschränkungen der herkömmlichen Arbeitswelt befreien und den Weg zur finanziellen Freiheit einschlagen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!